Hey Leute, was geht? Hier ist Siebjosch mit einem brandneuen Part von Pokémon Smart Randomizer und Lazzi. Und wir kämpfen jetzt gegen den Champion hier. Es ist auf jeden Fall Vaseline für, ja, irgendwelche Vaseline, oh Gott, ja, okay. Oh mein Gott, er kommt mit Gekkaborn, ernsthaft? Oh Gott, natürlich ging die Attacke daneben. So, tschüss. Gut, Gekkaborn ist zumindest schon mal erledigt. Ein Felino, okay. Ja, Felino. Wie wär's mit Schlafpuder? Ah, natürlich ging die Attacke wieder daneben. Aber ich denke mal, ich kann mit Schlafpuder... Willst du mich irgendwie verarschen? Lass mal was treffen hier. Danke. Gut. So. Ich versuche mal hier mal nicht zu... Ach, ich bin dumm. Klickt gerade zu schnell. So, wie wär's mit Schaufler? Schauen wir das mal ab. Ja, obwohl Schaufler ist eigentlich eher von Nachteil hier gerade. Regentanz. Ja, okay, mach ruhig. Wie wär's mit Spiegelkäpp? Tschüss. Warum bin ich heute gemein? Scheiße. Okay, da würde ich mal sagen, wir setzen mal hier Luca ein. Natürlich vergiftet es mich direkt. Warum auch nicht? So, Feuersturm. Silber auch. Okay, mach ruhig. Interessiert mich gerade nicht. So, Feuersturm und weg mit dem Scheiß. Gut. Gut, Ninkada. Ja, okay, es war Boden. Oh, scheiße. Gut, ich würde sagen, wir haben bloß nochmal eine Top-Genesung. Wir hatten ja noch welche. Für den Kampf können wir ja noch definitiv nochmal eine Top-Genesung reinschmeißen. Viel Ender, hör auf mit dem Müll. Gut, Hitzekoller. Hau das Ding einfach weg. Danke. Zwar sinkt jetzt mein Spezialangriff, aber an Abra. Okay, wir ist mit Ampelleuchte? Tschüss. Gut. Yay, gut. Und ein Duflo, okay. Kann ich auch mit... Oh, ist verwirrt, wie ist das verwirrt? Okay. Dann Hitzekoller. Gut, das letzte Pokémon von ihnen. Gigasaur. Au! Das tut sogar weh. Au! Das hat jetzt wirklich weh. Ich hab vergessen, dass Seher noch aktiv ist. Das kann problematisch sein am Ende. So, Hitzekeller. Ah, natürlich Top-Genesung. Was denn sonst? Gut, nochmal Hitzekeller. Das war wie unser Angriff, Spezialangriff immer weniger, aber was soll's. Da ist er sowieso gleich mit der nächsten Attacke weg. Stärke und weg mit dem Müll. Gut, Luca reicht Level 48. Ich, der Champ, wurde besiegt. Eine erstklassige Leistung. Du warst elegant, manchmal auch verzweifelt. Aber herrlich. Der Ruhm gehört dir, Sio. Du bist wahrhaft ein edler Trainer. Sio gewinnt 70.000. Die Pokémon, die du in den Bahnhof geschickt hast. Manchmal wirken sie wie ein Frühlingsbrise, dann wieder schlucken sie wie ein wie im Blitz. Du hast deine Pokémon mit leicht, aber sicher Eleganz geführt. Du hast mich mit deiner meisterhaften Verstärkung bezaubert. Du hast den ruhmreichen Gipfel der Pokémon-Liga erreicht. Für die ganze Höhenregion rufe ich dich hiermit. Oh, es ist Maike. Hey, Maike. Ja, ich muss da unbedingt einen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst. Ich hab dich doch schon besiegt. Wie? Was? Das kann nicht sein, es ist schon vorbei. Siehst du, was habe ich dir gesagt, Maike? Ich wusste, du brauchst keine Sorgen um Zero machen. Zero, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Blütenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Nur eine Chance? Willst du mich irgendwie verarschen? Aber, dass du sogar Champ geworden bist, oh ja. Was ist aus deinem Pokédex? Lass mich mal sehen. Ah, oh, du hast Pokémon gesehen. Und 15... Solange du es bekommst, den Bogen raus. Aber es wird schwieriger werden. Also dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Zero. Nein, lass mich das richtig ausdrücken, neue Champ. Komm mit mir. Tut mir leid, aber dieser Raum dürfen nur Trainer betreten, die geschämt geworden.
Ah ja, ich mache nur Spaß, ist schon okay, so sind die Regeln. Sieh, herzlichen Glückwunsch, okay. Okay, wir zeichnen deine Pokémon eben hier auf. Gut. So, mal gucken. Ja, speichern, bitte schalte das Gerät nicht aus. Ja, Duck ist leider besiegt worden. Luke hat's überlebt. Ja, unser Rose ist auch leider draufgegangen. Spyro hat's überlebt. Und unser Rocky. Yay! Ich hab's mit dem Team geschafft. Ja, gut. So, und jetzt kommen die Credits. Yay! Ja, aber das Spiel ist ja noch nicht ganz vorbei. Aber ich kann ja eigentlich mal meine Meinung zum Spiel sagen. Ich find's immer noch cool. Obwohl ich eigentlich die Rubin-Vision davon eigentlich besser fand, bis auf eine Stelle, wo die ganzen Pokémon dann auftauchen. Also Groudon, Kyogre. Da ist es irgendwie in Smaragd irgendwie alles besser geordnet. Wäre das diese Telefoniersache am Anfang nicht so schlimm, ja, dann wäre es eigentlich ein richtig episches Spiel. Ja, aber muss ja Pokénuff. Hey, ich trag dich mal einen Pokénuff ein. Oh, ich trag dich auch einen Pokénuff ein. Oh, hast du eine Nummer? Ich geb dir auch mal meine Nummer. Wir kennen uns zwar noch nicht, aber warum gebe ich dir nicht einfach mal eine Nummer? Das ist gut. Ja, das ist gut. Wir geben einfach allen unsere Nummern. Ihr könnt ja eure Telefonnummer hier noch unter den Kommentaren schreiben. Yay, ja, okay. Das ist schon wieder übertrieben. Meiner Meinung nach. Ah, Gott, ne. Wird jetzt mir alles... Achso, hier werden noch meine ganzen Pokémon angezeigt, die, ja, ich gefangen habe. Ach komm. Ja, okay, das sind alle Pokémons, die draufgegangen sind. Zumindest die meisten davon. So ist die gerade, der kam, die sind alle, oh Mann. Ja, und da fährt Mike an uns vorbei. Ach ja, dann geben wir mal ein bisschen Gas. Oh Gott, ne. Ja, okay. Oh Gott, ne. Ja, ein paar sind draufgegangen, ne. Ja, wir sehen es ja. Jetzt wird der ganze Pokédex gezeigt anscheinend. Das ist interessant. Sehr interessant. Sehr interessant, der Pokédex, ja. Ja. Also für eine Nuzlocke habe ich mich eigentlich... Für meine erste richtige Nuzlocke habe ich mich eigentlich gar nicht so schlecht angestellt. Zwar habe ich öfters mal Pokémon aus Dummheit verloren, aber... Ja, so ist das Spiel halt. Man verliert halt ziemlich schnell durch Dummheiten seine Pokémon. Vor allem, wenn man sich einmal verklickt, ist das auch so ein K.O.-Sache. Ja. Halt immer auf, hör immer die gleiche Pokémon zu zeigen. Das wird langsam irgendwie... Ah, Mann, hört auf damit. Ja, ich weiß, ich habe meinen Pokédex noch nicht so weit, aber... Trotzdem müsst ihr mir nicht hier die ganze Zeit meine Pokémon vorhalten, die draufgegangen sind. Das ist nicht toll. Das ist überhaupt nicht toll. Was macht er eigentlich mit mir? Da bitte, oh Gott, ich kann. Okay. So, es kommt aber nach diesen. Ja, okay, oder ich. Ich denke mal, ich hau die Credits einfach mal nach dem letzten Part. Ja, ich glaube, das war eigentlich eine recht gute Idee. Ich hau einfach die Credits jetzt nach dem letzten Part. Dann passt das, glaube ich, besser. Und ich hoffe, euch hat euch das Projekt gefallen. Und falls ich jetzt das nicht nach dem letzten Part packe, wird wahrscheinlich noch ein Kampf folgen. Gut. Ich weiß gar nicht, ob ich den Kampf machen will. Ja, wir werden sehen. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Projekten wieder. Bis dann. Und schau, euer Dieb. Yoshi. Okay, Entschuldigung. Gut, bis dann und ciao.